Hallo, ich bin Irene Lauretti von irenelauretti.com, die Autorin des Buches Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Und ich möchte euch heute demonstrieren, wie ihr die Milz-Funktionsenergie aktivieren könnt. Die Milz-Funktionsenergie ist dem Zeichen des Krebses zugeordnet. Das bedeutet, wenn der Mond sich im kosmischen Tor des Krebses aufhält, dann aktivieren wir die Milz-Funktionsenergie, um im Einklang zu schwimmen mit der vom Mond vorgegebenen Schwingung bzw. mit der vom Mond vorgegebenen angespielten kosmischen Sinfonie der Schöpfung, um unsere Melodie der Seele im Einklang erklingen zu lassen und um im Einklang zu sein mit dem gesamten Kosmos, damit es uns gut geht und wir in Harmonie sind. Die Milz-Funktionsenergie ist eine ganz wichtige Körperfunktionsenergie, denn sie bringt das Licht aus der Nahrung in alle Organe unseres Körpers, sie verteilt es im ganzen Körper und energetisiert dadurch unseren gesamten Körper. Sie gibt uns Kraft und Energie und erdet uns dabei gleichzeitig. Die Milz-Funktionsenergie stärkt unsere Aura und legt uns im wahrsten Sinne des Wortes eine dicke Haut zu, damit wir geschützt sind gegen negative Energien, damit wir nicht mehr so leicht uns runterziehen lassen, sozusagen, damit wir aus unserer Mitte heraus in voller Kraft handeln können. Es ist also eine ganz, ganz, ganz wichtige Energie. Besonders in der fernöstlichen Philosophie wird ihr ein hoher Stellenwert zugeordnet. Die Milz-Funktionsenergie, wie ich sagte, entspringt, ich weiß nicht, oder habe ich es noch nicht gesagt, der ersten Tiefe, welches das Element Erde ist, welches der Farbe Gelb zugeordnet ist. Deswegen habe ich mich heute gelb angezogen. Und das Element Erde natürlicherweise erdet und lässt uns aus unserer Mitte heraus handeln. Die Milz-Funktionsenergie ist besonders im Sommer eine ganz wichtige Energiefunktion, denn sie lässt uns Hitze und Wärme besser ertragen. Sie energetisiert das Herz, weil sie auf ihrem Stromverlauf in das Herz mündet bzw. sich zur Herzfunktionsenergie wandelt. Sie ist ein aufsteigender Strom. Das bedeutet, sie strömt von dem großen Zeh die Beine hinauf. Wir haben ja immer einen rechten und linken Strom durch die Geschlechtsorgane in die Brust. Deswegen ist sie auch ganz wichtig zur Vorbeugung von Brustkrebs und für alles, was mit der Brust zu tun hat. Sie ist ein sehr weiblicher Strom. Und dann ins Herz und aktiviert das Herz. Ihr findet den Stromverlauf auch auf einer Abbildung in meinem Buch, ebenso natürlich wie die gesamte Info zur ersten Tiefe, zur Seinsebene der ersten Tiefe, beginnend auf Seite 287 und dann zum Seelentor des Krebses spezifisch, beginnend auf Seite 305, die Abbildung zum Stromverlauf, wie die Energie genau durch euren Körper fließt, auf der Seite 308 und 309. Die einfachste Methode, eure Milz-Funktionsenergie bzw. euer Element Erde zu aktivieren und zu harmonisieren, ist, wenn ihr einfach euren Daumen haltet. So wie ich es hier tue, indem ihr euren Daumen mit den Fingern der anderen Hand sanft umwickelt. Und mindestens 5 Minuten, idealerweise 20 Minuten, aber das muss nicht sein, in dieser Position verbleibt. Diese einfache Sache, also nur den Daumen zu halten, dasselbe dann für die andere Sache, harmonisiert eure Milz, auch eure Magenenergie im Übrigen und euer Element Erde und stärkt euch. Es harmonisiert Sorgen, denn die negative Emotion der ersten Tiefe ist Sorgen. Wenn wir also ständig grübeln oder uns Sorgen machen, das ist praktisch das Zeichen unserer Seele, dass unsere Milz-Funktionsenergie Unterstützung braucht. Und dann können wir uns immer den Daumen halten. Es ist unheimlich beruhigend, es erdet, hilft aber auch zum Beispiel bei Fieber und wenn ihr nicht einschlafen könnt. Es hilft natürlich bei allem, was mit der Milz zu tun hat, auch mit Magenbeschwerden. Generell stärkt es praktisch die Farbe Gelb in unserem Körper, die den Verdauungsorganen zugeordnet ist, auf dem Solarplexus. Also der Daumen ist eine ganz, ganz wunderbare Methode, um euch wieder in eure Mitte zu bringen, um eure gesamten Körperfunktionsenergien zu aktivieren.
Dann die zweite Sache, die ich euch heute zeigen will, und das findet ihr auch in meinem Buch, ist die Aktivierung der Strömsequenz, also des Stromverlaufs der Milzfunktionsenergie. Wir haben ja immer einen rechten und einen linken Strom. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr den rechten Strom aktivieren könnt. Für den ersten Schritt legt ihr die Finger der rechten Hand. Ich selber benutze immer Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Auf die Innenseite des rechten Fußes unter den Knöchel. So wie ich es hier tue. Und gleichzeitig die Finger der linken Hand auf euer Steißbein. Das ist der erste Schritt zur Aktivierung bzw. Harmonisierung der Milzfunktionsenergie. Und wenn ihr nicht viel Zeit habt zum Strömen der gesamten Sequenz, dann könnt ihr auch einfach nur diesen ersten Schritt strömen, weil er praktisch ein Kurzgriff ist, also wie ein Impulsgeber für den gesamten Strom. In diesem Fall rate ich dazu, etwas länger auf diesem ersten Schritt zu bleiben, also 5 bis 10 Minuten. Und zwar solltet ihr eine bequeme Position einnehmen, entweder so wie ich hier im Sitzen oder auch im Liegen, dann könnt ihr das Bein anziehen. Das ist der erste Schritt, der eure Milzfunktionsenergie aktiviert und damit natürlich alles, was mit der Milzfunktionsenergie zusammenhängt, eure Verdauung, stärkt die Aura, bringt die Energie in alle Organe des Körpers, stärkt generell, ist für das Blutbild auch ganz wichtig, die Milzfunktionsenergie. Ist ein ganz wichtiger Strom für Blutbild, deswegen ist Leukämie hat immer auch viel mit der Milzfunktionsenergie zu tun. Ihr könnt euch immer mit der Milzfunktionsenergie helfen und diese Sachen unterstützen, also die Heilung unterstützen. Für den zweiten Schritt wandert ihr dann mit der rechten Hand auf das linke Energieschloss 14 unterhalb des linken Rippenbogens. Die linke Hand verbleibt dabei auf dem Steißbein. Auch auf diesem Schritt verbleibt ihr etwa so 3 Minuten oder etwas länger, bis ihr ein sanftes Pulsieren unter euren Fingern verspürt. Ihr werdet mit der Zeit auch merken, wie in eurem Körper alles beginnt zu arbeiten, Bauchgeräusche und wie die Energie zu fließen beginnt. Aber selbst wenn ihr das nicht spürt, so arbeitet die Energie doch im Hintergrund. Und dann merkt euch einfach generell etwa 3 Minuten pro Schritt. Für den dritten Schritt legt ihr die linke Hand auf das rechte Energieschloss 13 im Bereich der dritten Rippe auf der rechten Seite. Das ist der dritte Schritt. Und die rechte Hand bleibt dabei auf dem linken Energieschloss 14. Und für den vierten und letzten Schritt wandert ihr dann mit der linken Hand auf das linke Energieschloss 22 unterhalb des Schlüsselbeins. Die rechte Hand bleibt wieder auf dem linken Energieschloss 14. Auf dem ersten und letzten Schritt solltet ihr generell etwas länger bleiben, denn der erste Schritt ist wie ein Impulsgeber, gibt die Energie, gibt den Impuls, während der letzte Schritt die Energie dann zieht. Das ist also der gesamte Stromverlauf für den rechten Milzstrom. Und ich empfehle diesen Strom natürlich generell, wenn der Mond sich im Zeichen des Krebses aufhält, das ist dann unser Mondstrom, unser Einstimmstrom sozusagen, unser Schlüsselstrom zur Manifestation unseres Potenzials. Aber ihr könnt die Milzfunktionsenergie auch zu jedem anderen Zeitpunkt aktivieren, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr besondere Stärkung braucht. Also es ist zum Beispiel auch ein Strom, der ganz wichtig ist, wenn Menschen Chemotherapie haben oder viel Medikamente nehmen müssen. Oder generell, wenn sie lange krank waren und sich einfach wieder regenerieren müssen, dann ist die Milzfunktionsenergie ein ganz wichtiger Strom. Und natürlich in den Sommermonaten, wenn es heiß ist, dann hilft sie uns, die Hitze besser zu ertragen. Das sind also diese zwei Strömsequenzen, die ihr beide in meinem Buch findet, in dem gelben Kapitel, weil gelb der Farbe dem Erdelement zugeordnet ist. Ich möchte euch an dieser Stelle noch eine weitere Sache zeigen. Ein Mudra, was ihr auch machen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Erdelement etwas Stärkung braucht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr immer eine Gier habt nach Süßen. Also wenn Menschen nach viel Süßigkeiten verlangen, dann ist das auch ein Zeichen, dass die Milzfunktionsenergie bzw. das Erdelement gestärkt werden soll. Dann könnt ihr auch da den Daumen halten
und die Milzfunktionsenergie strömen. Oder dieses Mudra machen. Und zwar den Daumen auf den Nagel des Mittelfingers legen, also einen Kreis bilden. Und gleichzeitig den Daumen der anderen Hand zwischen die beiden Finger schieben, so wie ich es hier tue. Das ist ein Mudra zur Stärkung der Milzenergie. Dasselbe dann für die andere Seite. Einen Ring bilden aus Daumen und Mittelfingernagel und den Daumen der anderen Hand dazwischen stecken. Das ist praktisch noch eine zusätzliche Übung, die ihr machen könnt, aber die Hauptaktivierungssequenzen sind Daumen halten und die Milzfunktionsenergie, die Strömsequenz natürlich, wie ich sie euch gezeigt habe. Ich hoffe, das hat euch geholfen und freue mich bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.